Welche Alternativen gibt es? Die Karten, die sich aus der Kartenabfrage ergeben haben, können in eine thematisch sinnvolle Ordnung gebracht und gegebenenfalls mit Überschriften versehen werden. Welche Dinge gibt es zu bedenken? Alle Lernenden sind aktiv am Lerngeschehen beteiligt und können sich einbringen. Unterschiede im Leistungsvermögen und im Gruppenstatus werden hier nicht sichtbar. Die Lernenden müssen sich zu keiner Zeit mit einer Wortmeldung einbringen, so werden auch eher stille Schülerinnen und Schüler ins Boot geholt. Die Lehrkraft kann sich zurücknehmen und den Lernenden die Moderation in den Gruppen überlassen. Das größte Manko ist der Zeitaspekt, vor allem wenn die Kartenanzahl nicht begrenzt oder die Gruppe sehr groß ist. Zudem leidet bei einer unbegrenzten Kartenzahl und vielen Nennungen gegebenenfalls auch die Übersichtlichkeit, wenn der Darstellungsraum, also die Pinnwand, nicht ausreichend Platz bietet. Ebenfalls sollte bedacht werden, dass bei der digitalen Erstellung die Sichtbarkeit von Karten durch das digitale Endgerät bestimmt ist. Ab einer bestimmten Anzahl von Karten ist die Übersichtlichkeit nicht zu gewährleisten.